Mein Vater hatte da so einen Spruch. Wenn ein Tag schon so anfängt, kann es nur noch bergauf gehen. Bergauf? Nein, von da an geht's nur noch bergab. Aber alle wollen oben sein, niemand will unten sein, deswegen geht's nur noch bergauf. Aber bergab geht es leichter. Ihr Vater hatte keinen blassen Schimmer. Sie stehen auf der No-Fly-Liste. Wir bekommen unser Baby am Freitag. Wie willst du nach Hause kommen? Hey, wollen Sie mit uns fahren? Krise abgewendet, ich bin unterwegs. Lassen Sie mich mal. Haben Sie in L.A. einen guten Friseur? Ich habe seit kurzem eine Dauerwelle und die muss super gepflegt werden. Das habe ich also an den Hacken. Wir sollten einander ein bisschen kennenlernen, wenn wir schon so eine Reise antreten. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Wann haben Sie Ihre Unschuld verloren? Ich war 9. Tolles Mädchen, tolles Mädchen. Sheila Pimples. Wir müssen noch einen Boxenstopp einlegen. Wir schließen jetzt. Ich habe eine Reservierung im Chili's. Sie haben eine Reservierung im Chili's. Das ist ziemlich clever. Mittwochabend kannst du da schon mal voll sein. Ich verabscheue dich, und zwar jede einzelne deiner Zellen. Das habe ich schon öfter gehört. Und ich versuche dran zu arbeiten. Ich habe niemals... Hallo, Schatz. Wo bist du? Am Grand Canyon. Ich bin gleich da. Hast du Grand Canyon gesagt? Keine Panik! Keine Panik! Ich werde dich sicher nach Hause bringen. Ich muss dich küssen. Hör auf, bitte! Ich muss... Au! Warum sind Ihre Augen so glasig? Haben Sie gefeiert? Nein, ich habe grünen Star. Und der Hund? Hat er auch grünen Star? Seine Augen sind auch so glasig. Ist das eine Bodenwelle davon? Bin schon dabei. Mit Gas. Davon ist noch eine. Wofür ist die denn? Das ist mein Daddy. Warum hast du die Asche deines Vaters in einer Kaffeedose? Weil er tot ist, Peter. Dad, du warst wie ein Vater für mich. Könnt ihr schwören, ich hätte gelesen, er wurde von Menschenhand geschaffen. Nein, unrichtig. Das ist der Grand Canyon, nicht der Hoover Dam. Das weiß ich. Der Hoover Dam wurde von den Pilgervätern gebaut. Auch unrichtig. Hey, der Kaffee ist grauenvoll, schmeckt wie Katzenpisse. Ich finde ihn köstlich. Ich habe den Kaffee genommen, den er dabei hatte. Oh Mann, das ist die Asche von seinem Vater. Oh Gott, wie bescheuert. Check yourself, check yourself.